Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing. Heute was ganz Besonderes, ich habe es gestern im PlayStation Livestream, also wo wir uns die Specs von der PS5 angeguckt haben. Schon im Hintergrund habt ihr das gesehen, weil ich ihn schon vor angeboxt habe, also aus dem großen Paket raus in den Nurkarton vom Produkt, weil ich halt neugierig war. Kommen wir jetzt her. So. So. Und zwar ist es ein 32 Zoll Monitor. Und zwar der EW3280U. EW-Serie steht auch noch da. Und hier oben seht ihr, der ist wieder vom BenQ. Das ist sozusagen das Nachfolgermodell von meinem, den ich euch schon mal vorgestellt habe. Der hat jetzt hier zusätzlich noch den Speck, dass er HDRI hat. Das sieht man jetzt hier nur klein. Das soll wohl auch nochmal für das Bild eine drastische Verbesserung darstellen. Das werden wir uns dann mit PlayStation 4 Material angucken, also PS4 Pro Material. Muss ich mal runter. Ja. Da werden wir so ein paar PlayStation 4 Spiele mal so ein bisschen anspielen, ein bisschen laufen lassen auf beiden Monitoren. Also ich mache die, dass auf beiden das gleiche ist. Auf dem Vorgängermodell 4K HDR, hier 4K HDR und oder HDRI, wie es jetzt ja hier heißt. Und ja, meine Katze, es tut mir leid, Leute. Der hat auch noch die Besonderheit, dass hier eine Fernbedienung mit bei ist. Komm hier, Mus, ist ja gut. Komm, geh mal runter. Ich hab dich auch lieb. So, den habe ich jetzt für, ich weiß es nicht, ein paar Wochen zum Testen. Dann muss ich ihn leider wieder zurückschicken. Och, Mausi. Och. Ja, wenn die sich aufregt, dann niest die immer. Aber mir schwant schon Schlimmes, also nicht für euch, für mich, dass ich mich in das Ding verliebe, weil wirklich die Grafik geiler aussieht oder was weiß ich. Und das, weil sie das ja hier jetzt verbessert haben, was mir halt beim Vorgängermodell, was jetzt nicht eine Kritik ist am Vorgängermodell, das ist toll, aber halt hier haben wir jetzt eine Fernbedienung. Wenn der Computertisch voll ist und immer dann unten, vor allen Dingen, ich muss ja öfters dann auch während des Streams umschalten zwischen HDMI von der PlayStation zum PC, wenn ich irgendwie ein zusätzliches Programm mache oder so, weil das mein Hauptbildschirm ist, da haben wir jetzt eine Fernbedienung mit bei, da ist es wesentlich einfacher. Ich habe das jetzt mal aufgemacht, ich mache euch mal ein Stück zurück, ich mache mal Mikrofon kurz ab. Eine CD haben wir mit, ach. Hier haben wir Treiber und so mit bei. Hier ist die Fernbedienung. HDMI-Kabel. Stromkabel. USB-C-Kabel. So. Jetzt können wir den auspacken. Jetzt muss ich nur gucken, wie wir das jetzt machen. Ich bin ja alleine. Einfach mal. Viele haben gefragt, ob der eine Wandhalterung hat. Soweit ich in der PDF-Datei lesen konnte, ja. So, jetzt haben wir den einmal ausgepackt und im Styropor auf der unteren Seite befindet sich jetzt hier noch der Standfuß
Und die Halterung für den, was wir dann hier an den Standfuß ranmachen müssen. Wir haben auch hier mit Pfeilen. So. Standfuß und Halterung. Und wir haben jetzt hier mit Pfeilen gekennzeichnet, wo oben und unten ist. Jetzt nehmen wir das einmal ab. Muss gucken, wo ich das hinpacke. Ich habe hier auch nicht so viel Platz zu Hause. Jetzt muss ich mir das einmal hier umstellen. Ich hätte mal lieber von unten aufmachen sollen. So, und jetzt haben wir hier halt so eine Folie halt wieder drüber. Also er wird auch genau so, wie ich ihn jetzt hier auspacke, wird er auch bei euch ankommen, wenn ihr den kauft. Ah. So. Ich packe den jetzt halt mal nur so, nicht ganz aus, nur so ein bisschen. Ich brauche halt ein bisschen Platz von der, dass ich die Halterung montieren kann. So. Und das ist auch, denke ich mal, wieder kinderleicht, wie beim letzten hoch. Beim letzten hat mich halt ein bisschen gestört, aber das ist wirklich Meckern auf sehr, sehr hohem Niveau. Dass bei mir gefühlt die Halterung ein bisschen schräg ist. Man sieht es nicht genau, aber wenn ich genau gerade mache, mit der Tischkante ist der vielleicht einen Millimeter schräg. Ich weiß, es ist Meckern auf hohem Niveau, aber es kann immer mal passieren. Aber ich wollte es halt mal gesagt haben. Aber bildtechnisch, das Vorgängermodell ist einfach eine Granate. Viele haben auch gesagt, ja, der hat ja nur 60 FPS. Ja, die PlayStation hat, ich brauche es nicht für PC, ich brauche es für die PlayStation. Ich bin kein PC-Zocker so an sich, ab und zu mal ein bisschen. Aber die PlayStation, die kann auch nur 60 FPS. Und ja, die PS5 kommt. Und ja, sie soll 120 FPS haben, aber niemals für Spiele. Gebe ich euch Brief und Siegel drauf. Niemals. Die wird ganz normal. Wie machen wir das jetzt? Ah, so. So. Und dann. Mal gucken. Ich habe jetzt nämlich auch keinen Schraubenzieher hier griffbereit. Ach, brauche ich nicht. Geht mit der Hand. Wenn man so dicke, fette Knubbelfinger hat wie ich, dann ist das halt ein bisschen schwieriger. Hier. Ah, jetzt. Jetzt geht's auch richtig rein. Wenn ihr dicke Knubbelfinger habt wie ich, holt euch einen Schraubenzieher dazu. Ich habe ja Gott sei Dank, nein, nicht Gott sei Dank, aber weil ich ja hier am Umbau bin, habe ich meine Kaste noch hier stehen. Der passt. Aber ein Kreuz wäre mir natürlich lieber. Passt auch, haben wir ein Kreuz. Können wir den wieder wegräumen. Ich muss mir mal einen neuen Werkzeugkasten holen, der reicht schon nicht mehr ganz. So, dann können wir das hier festschrauben.
Und macht nicht zu fest. Da ist auch halt eine Feder mit bei. Na, fest kommt ab. Es reicht wirklich handfest. Ich habe bei meinem anderen auch nur handfest gemacht. Und da ist nie was gewesen. So. Wird jetzt im ersten Augenblick natürlich ein bisschen komisch nachher gleich für das nächste Video bei euch aussehen. E-Monitor silbern, der andere ist hier so ein bisschen mehr mit Gold. Aber ich denke mal, das ist nicht schlimm. Ach, hier ist auch noch ein Kissen, ein Gummikissen, Anti-Rutschkissen für die Fernbedienung. So. Ich muss das nämlich alles aufheben. Ich muss das ja dann wieder zurückschicken. Leider Gottes. So, dann wird das hier unten reingeschoben. Ich muss mal gucken, wie. Ah, so. Okay, ich hab's. So. Und hier brauchen wir jetzt keinen Schraubenzieher. Wir haben ja hier so einen ausfahrbares Pinüppelchen. Dann brauchen wir einfach nur festschrauben. Jetzt, ah, jetzt zieht er an. Ich hatte eben nämlich nicht fest. Ah. Sicherheitshalber machen wir mal mit Schraubenzieher auch noch. Da geht nichts weiter. Gut. Dann haben wir ihn fest. Dann können wir uns gleich mal in ganzer Pracht angucken. So. Ich werde nachher auch mal nachmessen, weil viele gefragt haben schon. Ich habe ja schon im Vorfeld angekündigt, dass sowas kommen wird. Und da haben einige nachgefragt, warum, weshalb der jetzt 32 Zoll hat und der andere 31,5. Und weil in manchen Beschreibungen die Größe exakt gleich war. Vom alten und vom neuen Modell. Und der alte hat ja auch keinen Curve. Der neue ist auch kein Curve. Also von daher, ich muss jetzt hier nur schnell ein bisschen wegmachen. Sonst ist hier zu viel auf dem Tisch. Ich habe nicht so viel Platz. So. Ah. Ich mache euch mal ein bisschen zurück. Jetzt könnt ihr dann schon mal sehen. Nee, Gold ist das nicht. Also auf den Bildern sah der Gold aus. Der ist nicht Gold. Der ist... bräunlich. Also ich würde jetzt sagen, so ein bisschen rostfarben vielleicht. Und der, oh ja, und viele haben auch gefragt, hat der wirklich, weil auf den meisten Bildern das so aussah, als wenn der keinen Rahmen hat. Der hat wirklich nicht nennenswerten Rahmen. Also jetzt muss ich gucken, wie er natürlich aussieht, wenn er an ist. Aber einen Rahmen kann ich jetzt im Gegensatz zum Vorgängermodell nicht mehr erkennen. Der ist, würde ich sagen, hinten ein bisschen bauchiger geworden. Die Tasten haben wir jetzt hinten dran. Haben wir hier vorne irgendwas? Nee. Hier haben wir ein Drehrad. Also das wird für laut und leise sein. Hab ja schon gelesen, wir haben jetzt hier vorne zwei Boxen drin und hinten haben wir einen eingebauten Subwoofer. Boah, ich bin so heiß drauf, Leute. Ich bin so heiß drauf. Den werden wir gleich anschließen. Da bin ich mega gespannt drauf. Wie der sich jetzt schlagen wird. Also rein optisch... nur rein optisch finde ich einen Knaller. Der sieht optisch richtig schön aus. Wir haben hier unten schön, hier unten steht BenQ. Ich weiß, viele meckern immer rum, muss ja nicht. Aber ich finde es, wenn ich jetzt ein Produkt habe und für ein Produkt jetzt zum Beispiel mehr ausgegeben habe, oder so wie bei mein Stuhl, mein Nobelshare, dann möchte ich auch, dass man das sieht, dass es ein Nobelshare ist. Weil ich habe dafür einen Arsch voll Geld ausgegeben. Und ich finde das, wenn man die Logos ranmacht, immer sehr ästhetisch. Und hier, wenn sie es nicht übertreiben, wenn es nicht 30.000 Farben sind und was weiß ich und welche Logos. Hier ist es wieder sehr schlicht gehalten.
Wir haben einen sehr schlicht gehaltenen Monitor. Wir haben praktisch das, was wir sehen. Dann haben wir unten einen Rahmen. Hier unten drunter wird, denke ich mal, der Sensor sein. Wir haben das Logo vom Hersteller BenQ. Und hier auf der Seite haben wir HDRI mit Gold. Ich werde euch mal ranzoomen, damit ihr das vielleicht ein bisschen besser sehen könnt. Also, es wird nicht übertrieben oder so. Ja? Beim Vorgängermodell hat man dann halt praktisch hier noch einen Knopf dran. Da kann man dann an- und ausschalten, HDR an- und also emulieren, wenn es nicht gerade gebraucht wird. Also wenn es nicht vorhanden ist. Oder man kann es auch separat an- und ausschalten halt. Und man kann den BI-Modus an- und ausschalten. Der BI-Modus, den habe ich im Video zum anderen Monitor schon erklärt. Den werde ich euch dann nochmal erklären. Kurz gesagt, ist das ein augenschonender Modus. Wir haben hier unten einen Lichtsensor drin. Und der dimmt das Bild so weit runter von der Intensität, von der Helligkeit und allem drum und dran, damit wir trotzdem ein geiles Bild haben. Ja, Mausi, ist ja gut. Damit wir ein geiles Bild haben, aber dass das Bild halt etwas dunkler und besser für die Augen verträglich ist, auf dem Arm zum Beispiel. Oder tagsüber, wenn halt viel Sonne reinkommt oder sowas in der Art. Und wenn das hier genauso funktioniert wie am Vorgängermodell, wovon ich stark ausgehen werde, ist das ein richtig geiler Modus. Ich weiß auch noch nicht, ich habe mir die Specs jetzt noch nicht weiter durchgelesen. Ich glaube, der hat auch einen Blaufilter mit drin. Wie der Vorgänger, der hat auch einen Blaufilter drin. Also das heißt, es kommt weniger blaue, schädliche Strahlung in euer Auge. Ja. Und ich muss sagen, so. Einfach geil. Also 39 Watt hat er. 57 kW die Stunde. Energiestufe A. 31 cm in der Diagonalen. Also von unten links nach oben rechts. 32 Inch. 2020er Modell ist es. Hier seht ihr das. Ich werde mir das mal hier unten rankleben. Das muss ich wahrscheinlich auch aufheben. Ja, dann würde ich sagen, für das Unboxing reicht das jetzt. Ich anschließend. Na so, ich will euch noch die Anschlüsse zeigen. Anschließend werde ich jetzt nicht filmen, weil das ist rucki zucki erledigt. Man kann ihn nicht in der Höhe neigen. Ist für mich aber eher auch uninteressant. Man kann ihn halt nur vor und zurück machen. Und wir haben hier auch noch das Kabelmanagement versteckt hier hinten. Achso, das seht ihr schlecht. Warte mal, ich muss mal ein Stück zurück. Das finde ich sehr gut. Das war beim Vorgängermodell nicht. Da kommt dann hier praktisch der Kabel, Stromkabel und alles geht dann hier rein. Und dann geht es hier zwischendurch und dann kann es hier hinten rausgehen. So. Und dadurch geht es dann hier hinten hinterm Tisch und wir haben hier keine Kabel rumliegen. Finde ich sehr geil. Finde ich richtig geil. Viele haben gefragt, ja, hier könnt ihr ihn praktisch auch an die Wand anhängen. Ist mit einer nützlichen Klappe verschlossen. Ich habe mir ja schon ein paar Daten zu dem ja vorher angeguckt. Ich werde den mal jetzt so festhalten. Und hier unten, hier haben wir den Stromkabel und hier haben wir Kopfhörer, also ein Klinkeanschluss, HDMI 1, HDMI 2, DisplayPort und USB-C. Also ein DisplayPort. Ich werde nicht den Originalkabel nehmen. Ich habe ein 8K DisplayPort-Kabel von Kabel Direkt, den ich nehmen werde. Ich werde jetzt erstmal beide Monitore nebeneinander stellen. PC ist schon an, PlayStation ist auch schon an. Und dann sehen wir uns gleich im nächsten Video wieder, wenn wir die beide mal miteinander vergleichen werden und uns angucken werden, wie das Menü aufgebaut ist und alle drum und dran. Vielleicht mache ich da auch zwei separate Videos, das weiß ich noch nicht. Das überlege ich mir jetzt. Ich werde beide Monitore in der Grundeinstellung testen. Ich werde kein Bild verbessern, verschlechtern oder irgendwas dergleichen. Ich werde in den Einstellungen nichts machen. Reine Grundeinstellung, damit ihr wirklich beide nebeneinander seht. Ich habe an meinem ein bisschen was eingestellt, ein bisschen mehr Rot drin und egal. Mache ich alle rückgängig. Ganz normale Grundeinstellung.
So, dann würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi, seid euer Odin.